Hallo, meine Freunde von A bis Z und von 1 bis 10. Hier bin ich wieder, euer Jack. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Luzi bereist. Heute will er nämlich Liechtenstein unsicher machen. Ja, da bin ich mal gespannt, was er uns darüber so alles zu berichten weiß. So, dann will ich mal versuchen, eine vernünftige Verbindung zu ihm aufbauen zu können. So, Erde an Luzi, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören und sogar sehen. Ich grüße dich, ja hallo, und euch grüße ich natürlich auch an den Bildschirmen. Ja, das hier hinter mir ist die Flagge von Liechtenstein. Da fehlt aber noch eine Krone. Ah, da kommt sie ja schon. Ja, so. Ja, warum hat Liechtenstein eigentlich eine Krone? Nun, Liechtenstein ist ein Fürstentum. Und das ist keine normale Krone, sondern genau genommen eine Fürstenkrone. Aber der Reihe nach. Denn über Liechtenstein gibt es so einiges Interessantes zu erzählen. Fangen wir also an. Das Fürstentum Liechtenstein hat 37.468 Einwohner, die Amtssprache Deutsch und als Hauptstadt Vaduz. Dort bezahlt man mit dem Schweizer Franken, also die Währung, die auch in der Schweiz gilt. Unabhängig ist Liechtenstein seit dem 6. August 1806, sprich seit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches. Und die Nationalhymne von Liechtenstein heißt Oben am Jungen Rhein. Früher hieß die sogar mal Oben am Deutschen Rhein. Das zeigt, wie Deutschland nah Liechtenstein ist. Da gibt es mehrere Strophen zu dieser Hymne. Aber zu den Feierlichkeiten wird lediglich die erste Strophe gesungen. Deshalb sind die anderen nicht so bekannt. Das Fürstentum ist ein Binnenstaat im Alpenraum Mitteleuropas und der sechstkleinste Staat der Erde. Dieser besitzt eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage. Sprich, die haben einen Fürsten als Oberhaupt. Ganz einfach. Das Haus Liechtenstein stellt den Landesfürsten. Die Souveränität ist in Liechtenstein gleichermaßen zwischen Fürst und Volk geteilt. Ja, finde ich eigentlich auch eine ganz vernünftige Sache. Der Alpenrhein bildet im Westen die Grenze zwischen den Alpenländern Liechtenstein und der Schweiz. Im Osten grenzt das Fürstentum an Österreich. Der Staat ist in zwei Wahlkreise und 11 Gemeinden gegliedert. Der flächengrößte Ort ist Triesenberg und der bevölkerungsreichste ist Schaan. Der stark kultivierte Norden und der weniger bewirtschaftete Süden charakterisieren die Landschaft von Liechtenstein. Liechtenstein ist übrigens auch der kleinste Staat mit der deutschen Amtssprache. Der Ausländeranteil beträgt dort knapp 34%. Das Fürstentum gehörte einst zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, dem Rheinbund und dem Deutschen Bund an. Im August 1806 wurde es unabhängig und ist seit dem Jahr 1923 über einen Zollvertrag mit dem Nachbarland Schweiz verwaltungsmäßig und wirtschaftlich eng gebunden. Sprich, die großen Aufgaben übernimmt alles die Schweiz. Jo, finde ich voll nett von der Schweiz. Liechtenstein ist Mitglied der Vereinten Nationen, also der UNO, und des Europäischen Wirtschaftsraums, also der EWR, gehört jedoch wie die Schweiz nicht der Europäischen Union an, also der EU. Richtig. Der Staat ist und war als Steueroase bekannt.
Damit das aber nicht so sehr ausgenutzt werden kann wie in der Vergangenheit, gibt es seit 2013 das Abkommen zur Verhinderung von Steuerflucht. Voll toll! Liechtenstein ist ein am rechten Rheinufer in den Alpen gelegener Kleinstaat, umgeben von den Schweizer Kantonen. Kantone ist sowas wie Bundesländer quasi. St. Gallen im Westen und Graubünden im Süden sowie dem österreichischen Bundesland Vorarlberg im Osten und Norden. Seine Staatsgrenze zur Schweiz im Westen entspricht dem Rheinverlauf, während die südliche und östliche Staatsgrenze vom Alpenhochgebirge, dem Rätikon, geprägt ist. Ja, hat einen komischen Namen das Gebirge, Rätikon, gebe ich zu, ist aber so. Die Grenze zu Österreich verläuft größtenteils auf dem Gebirgsrasen. Neben Usbekistan ist Liechtenstein der einzige Binnenstaat, der wiederum ausschließlich von Binnenstaaten umgeben ist. Das Land bedeckt eine Fläche von 160.477 Quadratkilometern und ist damit sogar das viertkleinste Land in Europa. Es misst an seiner längsten Stelle 24,77 Kilometer und an seiner breitesten 12,35 Kilometer. Die Hauptsiedlungsräume, also das Rheintal im Westen und das Saminatal mit Nebentälern im Osten, machen Liechtenstein komplett. Wobei das Saminatal kaum besiedelt ist, aber dennoch etwa ein Drittel der Landesfläche ausmacht. Weiter gliedert man das Land in zwei Regionen, das Unterland und das Oberland. Das Unterland umfasst die Gemeinden nördlich von Schaan und Planken, während das Oberland den südlichen Teil des Fürstentums beinhaltet. Naturräumlich unterscheiden sich diese beiden Regionen darin, dass das Oberland stärker vom alpinen Gebirge geprägt ist, während sich das Unterland vorwiegend, ausgenommen der Eschnerberg, auf die Rheintalebene erstreckt. Yes! Von der Landesfläche sind 11% Siedlungsraum, 33% landwirtschaftliche Nutzfläche, 41% Waldgebiet und ganze 15% unproduktive Fläche. Zusammen macht das dann 100% Liechtenstein unterm Strich. Und rund die Hälfte des liechtensteinischen Staatsgebietes ist Gebirge. Wow! Also wer kraxeln will oder bergsteigen, ist da voll richtig. Liechtenstein liegt dabei vollständig im Rätikon und ist so je nach Einteilung der Alpen, den Ostalpen, also die Zweiteilung der Alpen, oder den Zentralalpen, also der Dreiteilung der Alpen, zuzuordnen. Der höchste Punkt Liechtensteins ist der vordere Grauspitz mit einer Höhe von 2599 Metern über Meeresspiegel, während den tiefsten Punkt das Rugeler Ried mit einer Höhe von 430 Metern über Meeresspiegel darstellt. Also wenn mal Überschwemmung ist, haben die nicht so schnell nasse Füße. Voll toll! Insgesamt gibt es in Liechtenstein 32 Berge mit einer Höhe von mindestens 2000 Metern. Das Falknishorn ist mit 2452 Metern über dem Meeresspiegel der fünfthöchste Berg in Liechtenstein und stellt den südlichsten Punkt des Landes dar.
Neben den Gipfeln der Alpenkette, die zu den Kalkalpen gehören, ragen mit den Grenzbergen Fletscherberg, also 1135 Meter über dem Meeresspiegel im Süden, und dem Eschnerberg 698 Meter über dem Meeresspiegel im Norden zwei Inselberge aus dem Rheintal, die zur helvetischen Decke bzw. Flüschzone der Alpen gehören. Komische Namen, habe ich mir nicht ausgedacht, ist halt so. Kommen wir mal zu einer feuchtfröhlichen Thematik, und zwar dem Gewässer. Da ist nämlich der Rhein das wichtigste und größte Gewässer in Liechtenstein. Auf einer Länge von etwa 27 Kilometern stellt er die natürliche Grenze zur Schweiz dar und besitzt große Wichtigkeit für die Wasserversorgung Liechtensteins. Daneben ist der Rhein ein wichtiges Naherholungsgebiet für die Bevölkerung. Die Samina ist mit 10 Kilometern der zweitlängste Fluss des Fürstentums. Der Wildwasserfluss entspringt in Triesenberg und mündet in Österreich bei Feldkirch. Und zwar in die Ill. Das ist nämlich ein größerer Fluss. Der einzige natürlich entstandene See in Liechtenstein ist das Gamprinerseele, das erst 1927 durch eine Überschwemmung des Rheins mit gewaltiger Erosion gebildet wurde. Daneben gibt es natürlich auch noch viele andere schöne Seen, aber die wurden alle künstlich angelegt. Der größte See Liechtensteins ist da übrigens der Stauseesteg. Aber auch der ist nicht natürlich, sondern künstlich. Das Klima des Landes ist trotz der Gebirgslage relativ mild. Es wird stark durch die Einwirkung von warmer, trockener Fallluft, auch Föhns genannt, geprägt, wodurch die Vegetation im Frühling und im Herbst verlängert wird und auch im Winter Temperaturen um 15 Grad durch starken Föhn keine Seltenheit sind. Gegen atlantische und polare Kaltluft schützen die vorgelagerten Schweizer und Vorarlberger Bergketten, womit eine typische inneralpine Schutzlage entsteht. So verfügt das Fürstentum über Obstkultur mit Streuwiesen und eine lange Weinbautradition. Ja, dann mal Prost! Liechtenstein zählte am 30. Juni 2015 insgesamt 37.468 Einwohner. Im Jahr 2013 waren etwa zwei Drittel der Einwohner gebürtige Liechtensteiner. Also 65,8%. Ein Fünftel, also 20,1% der Wohnbevölkerung kam aus dem übrigen deutschen Sprachraum. 10% aus der Schweiz, genau genommen 10,8%, 5,9% aus Österreich und 3,4% aus unserem wunderschönen Deutschland. Insgesamt umfasst Liechtensteins ständige Wohnbevölkerung Menschen aus rund 90 Nationalitäten. Wow! Ganz schön viel für so ein kleines Land. Im Jahr 2015 lag das Bevölkerungswachstum bei 0,7%. Das ist ein Zuwachs von 253 Personen. Voll toll, herzlichen Glückwunsch. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte liegt bei rund 230 Menschen pro Quadratkilometer. Im Liechtensteinischen Landesspital wurde das letzte Kind im Frühling 014 geboren. Seit April 2014 müssen werdende Mütter aus Liechtenstein für Spitalgeburten ins Ausland, weil die einzige Geburtsabteilung des Landes geschlossen wurde. Ja, schade. Hoffentlich wird da irgendwann mal wieder eine neue aufgemacht. Ja, was ist mit der Sprache in Liechtenstein? In Liechtenstein ist gemäß der Verfassung Artikel 6 Deutsch die Amtssprache.
Liechtenstein ist der einzige Staat mit Deutsch als alleiniger, anerkannter Amts- und Landessprache. In den übrigen Staaten des deutschen Sprachraums sind auch andere Sprachen als Amts- oder Minderheitssprachen anerkannt. Schrift- und Mediensprache ist üblicherweise Schweizer Hochdeutsch, also das sogenannte Schwyzerdütsch. In Liechtenstein schreibt man gleich der Schweiz anstelle des scharfen S ein Doppel-S. Die römisch-katholische Kirche ist gemäß Artikel 37.2 der Landesverfassung Landeskirche und genießt als solche den vollen Schutz des Staates. Die Trennung von Kirche und Staat wird in heutiger Zeit allerdings angestrebt. Seit dem 20. Dezember 2012 kann jeder Liechtensteiner ab 14 Jahren auch ohne Zustimmung eines Erziehungsberechtigten, also ohne Zustimmung der Eltern, sein religiöses Bekenntnis frei wählen. Nach dem Ergebnis der Volkszählung im Jahr 2010 waren 75,9% der Liechtensteiner römisch-katholischen Glaubens, 8,5% evangelisch und nur 5,4% gehörten der islamischen Religionsgemeinschaft an. Der Bevölkerungsanteil ohne Konfession, also ohne Glaube, belief sich demnach in Liechtenstein auf 2,8%. Bis 1997 gehörte das Fürstentum zum Bistum Chur. Am 2. Dezember 1997 wurde schließlich das Erzbistum Vaduz von Papst Johannes Paul II. Errichtet und vom Bistum Chur losgelöst. Die Pfarrkirche St. Florin in Vaduz wurde da auch sogar noch zur Kathedralskirche erhoben. Herzlichen Glückwunsch! Es gibt zwei protestantische Kirchen im Fürstentum, die als Verein organisiert sind. Die evangelische Kirche im Fürstentum Liechtenstein und die evangelisch-lutheranische Kirche im Fürstentum Liechtenstein sowie eine christlich-orthodoxe. Archäologische Funde haben gezeigt, dass das heutige Gebiet Liechtenstein seit der Jungsteinzeit, also dem 5. Jahrtausend vor Christus, besiedelt ist. Während im Tal der frei fließende Rhein eine Siedlung erschwert hatte, bildeten sich an der Talerhebung erste Siedlungsstätten, so nachweislich am Burghügel Gutenberg in Balzers oder am Eschnerberg. Im Jahr 15 vor Christi Geburt eroberten die Römer unter Kaiser Augustus das Gebiet der Räter und errichteten die römische Provinz Raetia. Im 1. Jahrhundert nach Christi Geburt wurde die Heeresstraße Mailand-Bregenz errichtet, die über die Luzisteig entlang des rechten Rheinufers verlief. Und so sind auch im Gebiet des heutigen Liechtensteins Gutshöfe und Kastelle. Mit dem Zerfall des römischen Weltreiches begann die Zuwanderung der Alemannen und schließlich wurde Rätien im 8. Jahrhundert ins Fränkische Reich und im 10. Jahrhundert ins alemannische Herzogtum eingebunden. Zu dieser Zeit wurde das Gebiet des heutigen Liechtensteins durch die Grafen von Bregenz regiert. Am 3. Mai 1342 wurde das damalige Herrschaftsgebiet geteilt, so dass die Grafschaft Vaduz entstand. In den nachfolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten war die Grafschaft immer wieder Schauplatz von Kriegen und Plünderungen, so zum Beispiel im alten Zürichkrieg von 1444 bis 1446. Oder auch im Schwabenkrieg von 1499 bis 1500. Ja, da war Krieg, aber das ging Gott sei Dank nicht so lange. Als im 16. wie auch im 17. Jahrhundert Hexenprozesse in Europa an der Tagesordnung war, hat leider auch Liechtenstein keine Ausnahme gemacht. Der Höhepunkt lag in den Jahren von 1648 bis 1651. Damals wurden etwa 100 Personen hingerichtet.
Danach kam es wieder zu Hexenprozessen, in deren Gefolge man mindestens 9 Personen als Hexen und Hexer verbrannte. Weitere Prozesse fanden in den 60er Jahren und 1675 und 76 statt. Allein die letzte Phase der Hexenverfolgung um 1679-1680 liegen aufschlussreiche Quellen vor. Die Vaduzer Hexenprozesse fanden ihr Ende 1681, als der Kaiser dem Grafen Ferdinand Karl von Hohenems die Fortsetzung der Inquisitionen und der Prozesse untersagte. Also er verbot es ihm. Und 1684 mischte sich da sogar noch der Kaiser zu ein und dann war endgültig Ruhe. Im Laufe der Zeit verschuldeten sich die Herrscher von Hohenems zunehmend, so dass sie schließlich gezwungen waren, die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg zu verkaufen. Im Jahr 1699 erwarb Fürst Hans Adam von Liechtenstein die Herrschaft Schellenberg und im Jahr 1712 die Grafschaft Vaduz. Am 23. Januar 1719 vereinigte ein Diplom von Kaiser Karl dem VI. Die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg und erhob sie zu einem Reichsfürstentum mit dem Namen Liechtenstein. Da das neue Land nur aus kleinen Bauerndörfern bestand, wurde die Administration vorerst in der nächstgelegenen Stadt in Feldkirch installiert, wo der Fürst zu diesem Zweck das Palais Liechtenstein errichten ließ. Im Zweiten Koalitionskrieg, also 1799 bis 1802, wurde Liechtenstein von napoleonischen Truppen besetzt. 1806 gründete Napoleon Bonaparte, kennt ihr vielleicht, der kleine Zwerg mit dem Hut, nein Spaß, aber genau um den geht's, den Rheinbund und nahm das Fürstentum Liechtenstein als eines der 16 Gründungsmitglieder mit auf, ohne den Fürsten zu fragen, so dass Liechtenstein unter dem Fürsten Johann dem I. unabhängig wurde. Wenige Tage später erklärte Kaiser Franz II. In Österreich, nun Franz I., das Heilige Römische Reich für erloschen, womit die Unabhängigkeit aller bisherigen Reichsgebiete verbunden war. Beim Wiener Kongress 1814-1815 wurde die Unabhängigkeit Liechtensteins bestätigt und das Land in den Deutschen Bund aufgenommen. Liechtenstein blieb im Zweiten Weltkrieg wie im Ersten Weltkrieg neutral und wurde nie in direkte Kriegshandlungen verwickelt. Stattdessen konnte das Fürstentum seine Standvorteile nutzen, zu denen gehörten keine Ausfälle von Armeeangehörigen, zentrale Lage, Zollunion mit der neutralen Schweiz, steuerliche Vorteile und politische Stabilität. So wurden viele neue Industriebetriebe in Liechtenstein gegründet und ein starkes Wirtschaftswachstum setzte ein. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs konnte sich Liechtenstein langsam aber stetig zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort mit einer großen politischen Stabilität entwickeln. Das Frauenstimmrecht wurde allerdings erst im Jahr 1984 eingeführt und der Beitritt zu den Vereinten Nationen, also der UNO, erfolgte im Jahr 1990. Wichtig für die Entwicklung der Wirtschaft war die Teilnahme am europäischen Wirtschaftsraum, die 1992 durch eine Volksabstimmung mit einer deutlichen Mehrheit beschlossen wurde. Die Schweiz hingegen lehnte wenige Wochen nach der Volksabstimmung in Liechtenstein im Rahmen eines Bundesbeschlusses den Beitritt zum EWR ab. Die Staatsgewalt ist nach Artikel 2 der Verfassung im Fürsten und im Volke verankert und wird von beiden nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Verfassung ausgeübt. Der Landesfürst kann als Staatsoberhaupt den Landtag auflösen, schließen und vertagen. Die Volkswahl der Parlamentsmitglieder obliegt einer Angelobung des Fürsten, die
Staatsregierung wird auf Vorschlag des Landtages vom Fürsten ernannt und er kann durch die Sanktionsrechte vom Parlament und vom Volk beschlossene Gesetze widerrufen. Also kann er einfach sagen, nö, auf das Gesetz habe ich doch keinen Bock drauf. Der Landtag besteht aus 25 Abgeordneten, die alle 4 Jahre gewählt werden, und zwar vom Volk. Das Volk wählt dabei in 2 Wahlkreisen, wobei im Unterland 10 und im Oberland 15 Abgeordnete gewählt werden. Die Gesetzgebung wird durch den 65. Verfassungsartikel definiert. Nach diesem dürfen ohne die Mitwirkung des Landtages keine Gesetze beschlossen oder abgeändert werden. Nachdem ein Gesetz vom Landtag beschlossen wurde, muss es noch vom Fürsten sanktioniert, also akzeptiert und anerkannt werden mit Stempel und Unterschrift und allem, was dazugehört. Vom Regierungschef gegengezeichnet sowie im Landesgesetzblatt bekannt gegeben werden. Und erst dann endgültig tritt das neue Gesetz in Kraft. Auch eine Todesstrafe gibt es nicht mehr in Liechtenstein. Zumindest nicht mehr seit 1987, da wurde sie nämlich abgeschafft. Zuvor war die Todesstrafe aufgrund der Orientierung am alten österreichischen Strafgesetz von 1852 noch formal als Höchststrafe vorgesehen, allerdings de facto, also dass man es ausgeführt hat, seit 1784 nicht mehr. Jedoch wurde noch am 26. November 1977 ein Mörder vom Kriminalgericht zum Tode verurteilt. Diese Strafe wurde nach der Begnadigung durch den Landesfürsten in eine 15-jährige Haftstrafe umgewandelt und war das letzte Todesurteil, das ein liechtensteinisches Gericht fällte. Mangels politischer und militärischer Macht hat Liechtenstein die Erhaltung seiner Eigenstaatlichkeit in den vergangenen 200 Jahren durch die Mitgliedschaft in Rechtsgemeinschaften gesucht. Wichtige historische Etappen der Integrations- und Kooperationspolitik Liechtensteins waren der Beitritt zum Rheinbund 1806, zum Deutschen Bund 1815, der Abschluss bilateraler Zoll- und Währungsabkommen mit der Donaumonarchie 1852 und schließlich des Zollvertrags mit der Schweiz im Jahr 1923, dem eine ganze Reihe von weiteren wichtigen bilateralen Verträgen folgte. Und nicht nur mir gefällt das kleine Fürstentum, sondern auch unserer Oma Inge, wie man sieht. Die fährt hier auch ganz gerne mal mit ihrem Motorrad rum. 2009 erkannte als letztes EU-Mitglied die Tschechische Republik Liechtenstein als souveränen Staat an. Dem vorhergegangenen war ein jahrzehntelanger diplomatischer Streit zwischen den beiden Ländern, nachdem durch die Bene-Dekret sämtliche Besitztümer der Fürstenfamilie in der Tschechoslowakei enteignet und verstaatlicht worden waren. Der Fall war beim Internationalen Gerichtshof gelandet, Liechtenstein hatte ihn jedoch verloren. Im Laufe des Jahres 2009 normalisierten die Länder ihre Beziehungen. Liechtenstein sprach darüber hinaus auch erstmals der Slowakei diplomatische Anerkennung aus. Ja, da haben sich mal wieder 2 gefunden, wa? Die konsularische Vertretung Liechtensteins wird seit dem Zollvertrag mit der Schweiz 1923 zumeist von der Schweiz wahrgenommen. Die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland wurden lange Zeit über einen nicht residierenden Botschafter unterhalten, also über eine Kontaktperson, die nicht dauerhaft in Deutschland ansässig war. Seit 2002 hat Liechtenstein jedoch einen festen Botschafter, und zwar in Berlin, während die deutsche Botschaft in der Schweiz auch für das Fürstentum Liechtenstein zuständig ist.
Das Außenministerium Liechtensteins sieht die Kontakte besonders auf wirtschaftlicher Ebene als überaus fruchtbar und wichtig für die Entwicklung des Landes an. Am 12. Februar 1868 beschloss Johann Fürst von Liechtenstein, bei den damaligen geänderten Verhältnissen im staatlichen Organismus Deutschlands sei es im Interesse meines Fürstentums gelegen, von der Unterhaltung eines Militärkontingents abzusehen. Damit löste er die liechtensteinischen Streitkräfte auf. Das Fürstentum besitzt seither keine eigene Armee mehr. Jedoch ist in der Verfassung die allgemeine Wehrpflicht nach wie vor verankert. Für die innere Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung ist die Landespolizei zuständig. Einige Gemeinden unterhalten eine eigene Gemeindepolizei. Nicht schlecht. Für den Fall, dass Liechtenstein im Krieg mal angegriffen werden sollte, wird es zwar von der Schweiz unterstützt, aber bis heute existiert diesbezüglich kein Vertrag. Sollte man vielleicht nochmal überdenken, ob man da nicht doch nochmal was macht. Und jetzt noch ein bisschen zur Infrastruktur. Das liechtensteinische Straßennetz umfasst 105 Kilometer befestigte und 25 Kilometer unbefestigte Wald- und Güterwege. Liechtenstein selbst besitzt keine Autobahnen, allerdings führt die Schweizer A13 entlang der linken Rheinseite in unmittelbarer Nähe zur liechtensteinischen Grenze. Insgesamt sind 5 Ausfahrten auch mit liechtensteinischen Ortschaften verbunden. Die Straßennetze der Schweiz und Liechtensteins sind im Allgemeinen sehr eng verknüpft und so beginnen bzw. enden zum Beispiel die Hauptstraße 16 und die Hauptstraße 28 in Liechtenstein. Generell gelten, natürlich mit einigen Ausnahmen, dieselben Straßenverkehrsregeln wie in der Schweiz. Die Kontrollschilder, also die Kfz-Kennzeichen, sind von den Schrifttypen und der Anordnung her im Schweizer Design gehalten. Wie die Schweizer Militärkennzeichen führen die Liechtensteiner Schilder weiße Zeichen auf schwarzem Grund. Der öffentliche Verkehr ist in Liechtenstein sehr gut ausgeübt und so sind alle 11 Gemeinden des Fürstentums problemlos zu erreichen. Super! Das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel stellen dabei die gelb-grünen Linienbusse dar. 13 Linien führen durch die Liechtensteiner Gemeinden und verbinden auch die Schweizer Gemeinden Sagans und Bux sowie Sevelen und die österreichische Stadt Feldkirch mit Liechtenstein. Natürlich gibt's auch eine Bahnstrecke, aber die ist auch die einzige, die dort in Liechtenstein verläuft. In Liechtenstein selbst gibt es aber keinen Verkehrsflughafen. Ja, wo sollte der auch untergebracht werden? Allerdings existiert in Balzers ein privat betriebener Hubschrauberlandeplatz. Wie in Österreich darf in Liechtenstein nur auf offiziellen Landesplätzen gelandet werden und nicht wie in der Schweiz auf jedem von Eigentümer bewilligten Privatgrund. Der nächstgelegene Flughafen, 50 Kilometer nördlich von Vaduz, ist der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein in Thal SG in der Schweiz. Das Fürstentum ist zwar postalisch mit der Schweiz vernetzt, hat aber eine selbstständige Post, und zwar die Liechtensteinische Post AG, und gibt eigene Briefmarken heraus und besitzt auch eine eigene Telefonvorwahl, nämlich die 423. Für die, die mal da Telefonstreiche machen wollen oder ähnliches. Der Landeshaushalt des Fürstentums umfasste 2013 Ausgaben von 848,2 Millionen Schweizer Franken. Dem standen Einnahmen von 695,3 Millionen Schweizer Franken gegenüber.
unter Einbeziehung der Haushalte von Gemeinden und Sozialversicherungen, in denen jeweils Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet wurden, lag das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit 2013 bei 59,8 Millionen Schweizer Franken, was 1,1% des Bruttoinlandsprodukts entsprach. In Liechtenstein gilt schulmäßig dasselbe wie in Deutschland. Schule ist Pflicht. Und zwar ganze 9 Jahre. Das wird einmal gegliedert in die Primarschule, also 5 Jahre, und in die Sekundarstufe mindestens 4 Jahre. Wobei zuvor eine Vorschule oder ein Kindergarten auf freiwilliger Basis besucht werden kann. Ähnlich wie Deutschland, da ist der Kindergarten nämlich auch freiwillig. Zumindest jetzt noch. Die Sekundarstufe selbst ist in 3 verschiedene Niveaus geteilt, in welche die Schüler je nach Leistungsvermögen eingeteilt sind. Die Oberschule und Realschule werden nach 4 Jahren abgeschlossen, während beim Gymnasium 7 Jahre gelernt werden muss. Wahnsinn! Liechtenstein besitzt mit der Universität Liechtenstein eine eigene staatliche Universität mit den Schwerpunkten Architektur und Raumentwicklung sowie Wirtschaftswissenschaften. Meine Güte, da haben die sich beim Namen der Universität ja mal richtig Mühe gegeben. Ja, zum Sport in Liechtenstein. Die Liechtensteiner Fußballvereine nehmen am Spielbetrieb des Schweizerischen Fußballverbandes teil. Den Landespokal jedoch führen die Liechtensteiner unter eigener Regie, so dass jedes Jahr eine liechtensteinische Mannschaft an der Qualifikation zur Europa League teilnehmen kann. Diese Ehre erhält meistens der Pokalseriensieger FC Vaduz, der seit 2014 in der höchsten Schweizer Liga, der Super League, spielt. Liechtenstein verfügt auch über einen landesweiten Radio- und Fernsehkanal. Applaus, Applaus, Applaus! Der Landeskanal wird vom Presse- und Informationsamt betreut. Radio Liechtenstein vom Liechtensteinischen Rundfunk. Zudem verfügt jede Gemeinde über einen eigenen Gemeindekanal, der lokale Informationen ausstrahlt. Seit dem Jahr 2008 gibt es auch einen privaten Fernsehsender mit dem Namen 1FLTV. Die größte Tageszeitung ist mit einer Auflage von etwa 9.900 Exemplaren das Liechtensteiner Vaterland, das politisch der Vaterländischen Union, also der VU, nahesteht. Die älteste Tageszeitung ist mit der ersten Ausgabe im Jahr 1878 das Liechtensteiner Volksblatt, seinerzeit inoffizielles Parteiorgan der fortschrittlichen Bürgerpartei, der FPP. Das ist eine der beiden Parteien in Liechtenstein. In Liechtenstein gibt es nämlich nur 2 Parteien. Ja, warum? Das Land wird hauptsächlich vom Fürst und vom Volk regiert. Da braucht man keine Parteien. Wäre auch mal vielleicht was für Deutschland. So viel mal wieder von mir. Aber ich meine, ich habe ja auch heute wieder lang genug geredet. Ja, wie ihr vielleicht unschwer im Hintergrund erkennen könnt, das Gebäude da hinter mir gehört nicht mehr nach Liechtenstein. Da handelt es sich nämlich um die Luxemburg. Und das hat auch folgenden Grund, denn beim nächsten Mal erzähle ich euch über das gleichnamige Land, über Luxemburg. Ja, bis dahin habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao, ciao. Ja, das war doch mal wieder richtig interessant. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei dieser mal wieder extrem langen Folge. Aber wenn es so viel über ein Land zu erzählen gibt, dann kann sich das auch mal in die Länge ziehen. So, dann wünsche ich euch was. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn's nach Luxemburg geht.